hat sich der Heikenberger sehr provokant mir gegenüber benommen. Und das ist auch interessant, hierzu gibt es ein Video. Und dieses Video empfehle ich allen Zuschauern. Das können wir gerne herzeigen, wenn Sie möchten. Dann können Sie auch sehen, das wo das Problem schön. Ist. Ja? Die Kollegen von ATV haben uns das zur Verfügung das gestellt und wir können uns das jetzt gemeinsam anschauen. Das ist sehr schön. Schauen Sie, da kommt der Heikenberger. Ich muss meinen Kopf zurückziehen. Auf 5 cm von meinem rechten Auge blitzt mir der Heikenberger mit seinem Fotoapparat in die Augen, versperrt mir letztendlich auch den Weg beim Ausgang und macht dann noch auf Dauerfotos. Kniet sich dann nieder und provoziert mich auch hier wieder. Also ich glaube, die Menschen sehen hier ganz genau, was los ist, wenn ein Fotograf den Landeshauptmann-Stellvertreter von Kärnten auf 4 cm beim rechten Auge auf Dauerblitz drückt, mir die Augen verblitzt und letztendlich dann auch noch allen Ernstes behauptet, ich hätte ihn irgendwie bedrängt. Dann ist das wohl eine klare Sprache, die hier gesprochen wird. Aber Herr Scheuch, also wir können jetzt die 10 Zentimeter nicht abmessen. Aber Sie sind erstens mal stehen geblieben. Sie schauen jetzt nicht wahnsinnig geschreckt aus. Auch hier im Studio kommen Sie mir nicht wahnsinnig geschreckt vor. Gott sind Sie Dank. Wirklich so sensibel, dass Sie das so wahnsinnig stört? Ich weiß nicht, wie es Ihnen gehen würde, wenn man eine Kamera an Ihren Kopf hält, genau 4 Zentimeter von Ihrem Auge auf Dauerauslöser drückt, dreimal geblitzt wird und ich den Kopf zurückgeben muss, damit mich die Kamera nicht am Kopf trifft. Also das haben wir so genau jetzt nicht gesehen. Dann spielen Sie den Film noch einmal. Wir können es gerne noch mal zeigen, genau, bitte. Gern. Komme ich heraus hier aus dem Kärntner Landtag. Schauen Sie, jetzt blitzt der Heikenberger, ich muss mit dem Kopf zurückgehen. Ich bleibe einfach hier stehen, tue gar nichts. Der Heikenberger streift jetzt mich provokant noch an meinen Rock an, brauche auch nicht machen. Also gut, Sie fühlen sich provoziert, das war aber danach. Was war davor? Haben Sie sich vorher auch schon gestört gefühlt? Nein, überhaupt nicht.